Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen hier aus dieser Spinnenhöhle, aus der unser Homie hinten flüchtet er noch. Ja, seid gegrüßt. Neue Folge, neues Glück. Wir gehen nochmal in die Spinnenhöhle rein. Diesmal werde ich auch darauf achten, dass ich unter Umständen den ein oder anderen Quicksave nochmal dazwischen dübel. Hat ja letztes Mal nicht so gut funktioniert, leider. Ihr hättet nie herkommen sollen. Wie sieht's denn hier eigentlich aus mit Feueratem? Einmal durch die Spinnen. Durch. So. Ein Traum. Habt ihr etwas gehört? Ich hab sogar was gesehen. Ich weiß, dass hier noch eine große kommt. Da ist sie. Nach den Spinnen dann auf jeden Fall einmal eine kleine Schnellspeicherung vollziehen. Ich bin schon wieder vergiftet. Ich werde hier auch andauernd vergiftet. Also nehme ich mal nicht ganz so für voll. Einmal kurz aufschließen. Und der Schnellspeichern habe ich nicht vergessen. Ja, komm, nehmen wir so erstmal mit. Zack. Und weiter geht's. Jetzt gleich kommen wieder die ganzen Urahnen und irgendwie haben die es letztes Mal gehört, dass ich sie, glaube ich, beleidigt habe in ihrer Ehre oder so, aber kurz darauf lag ich dann auch schon blutend im Staub. So, dann haben wir den. Okay. Ein paar von denen sind halt wirklich nicht die stärksten, wenn ich das mal so sagen darf. Wären die an Geister, dann kann ich erstmal wieder heilen. Etwas hat sich in den Monden bewegt. Aber müssen wir mal gucken. Also ich habe ja normalerweise den Plan, dass wir so bis Folge 200 mit dem Gröbsten, was so als Vorbereitung für Solstheim dient, fertig sind. Aber ich glaube nicht, dass das was wäre. Also wir haben noch so viel vor. Wäre zwar schön gewesen, dann mit der 200. Folge quasi mit dem letzten Kapitel sozusagen anzufangen, aber das wird, glaube ich, erstmal nichts. Also da müssen wir erstmal nochmal ein bisschen arbeiten. Ich werde schon irgendwie was anderes finden. So. Nur um das mal vom Tisch zu kriegen. Ist da jemand? Scheiße, habe ich gespeichert. Weiß tatsächlich nicht. Man, die scheinen eh noch zu gehen, aber danach wird es, glaube ich, ein bisschen kritisch. Ich hoffe, da durch das halbe Dungeon gelaufen, ohne wirklich zu speichern. Das ist eigentlich echt nicht cool. Hau da drauf. Auch tatsächlich nichts mehr durchsuchen oder irgendwas. Also die hinterlassen ja auch kein Ektoplasma oder irgendwie solche Sachen, die bei anderen Geistern auftauchen, aber gut. Und wieder ein kaiserlicher Bogen. Mal einmal kurz den Warte-Move. Dann mache ich den Schnellspeicher-Move. Damit das hier alles ein bisschen schneller geht. Durch die Tür. Immer ein bisschen vorsichtiger jetzt mittlerweile. Nicht, dass noch irgendwas passiert. So, hier war der Hebel und hinter der Tür ging der Punk ab. Das heißt, ich kann einmal zack, von hier aus direkt schnell speichern und rein da. Ist da jemand? Moin, Freunde. So, geht mal bitte alles schön in eine Reihe. Wie im Kindergarten. Bildet schön Zweierreihen. Haltet euch an den Händen, bevor wir über die Straße gehen. Warum gehst du nicht zu deinen Homies, hm? So, geballte Ladung Günther ins Gesicht. Oh Gott. Auch ein Satz, den ich, glaube ich, so in der Form nie sagen sollte. Ja, da hinten ist unsere Freundin gerade down gegangen. Nicht so geil tatsächlich von ihr. Die mit. Ihr wollt zu
Mit der Axt muss ich bisschen drauf aufpassen. Da wird wieder geschossen, das ist gut. Ja, ewige Heilung. Jetzt habe ich mittlerweile schon zwei davon. Kräftige Heilung habe ich nur einen. Ich will ja nicht immer alles Mögliche direkt wegballern, aber ich glaube, das ist jetzt gerade hier ein bisschen angebracht. Ich ist auch fast auf 50. Das ist ja die magische Marke, die mir dann, oh Gott, hilft beim... Wow, wirklich? Geht der Günterkopf. Schön aus der Heilung raus erstmal eine Enthauptungssequenz starten. Das ist natürlich sehr nett. Gut, dann nochmal. Okay, die eine von denen geht ja zumindest direkt down. Wie die Kopfnüsse gekriegt. Also sie mit der Axt ist auf jeden Fall Main. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. Die braucht eigentlich nur zwei Hits und dann hat sie es. Der Rest geht. Sie denn, dann kriegt sie eigentlich auch direkt von mir eine. Konzentriere ich doch mal hier auf Uschi. Macht viel mehr Schaden mit ihrem Bogen bestimmt. Ist eigentlich wie mit den Riesen früher, ne? Eigentlich nur versuchen wegzulaufen vor dem Angriff und dann entgegen. Du stellst auch nicht wirklich ein Problem dar. Sorry, Brudi. Cornern lasse ich mich ganz bestimmt nicht von dir. Nee, hab's nicht so mit ewigem Schlummer. 10 Stunden müssen reichen. So, mach's gut. Ja, genau. 50 Meter Sniper-Axt hast du da wohl, oder was? So. Das war's. Jetzt der alte Nordstreitachs. Die ist dann, die hat sich jetzt materialisiert, oder was? Was war denn hier? Zweihändig verbessert. Die legendäre Stadt, okay. Bücher, die zweihändig verbessern, sind meine Freunde. Warte mal. Heilung? Sollte mehr in Uhren gucken. Das habe ich irgendwie auch vernachlässigt, tatsächlich. So, komme ich hier hoch oder komme ich hier nicht hoch? Ich komme hier hoch. Weiter in die Mitte. Okay. Sprich mit Kotlak. Ah. Grüß dich. Lang nicht gesehen. Seid gegrüßt, Schildbruder. Ja, moin. Natürlich. Meine Herolde und ich wärmen uns hier auf. Wir versuchen, Irsine zu entgehen. Ah. Hier ist halt sonst niemand. Ihr könnt nur mich sehen, weil euer Herz nur mich als den Anführer der Gefährten kennt. Der alte Wegner könnte sicher noch ein halbes Dutzend meiner Vorgänger sehen. Hm. Und ich sehe sie alle. Alle in Sovngarde. Alle, die mit mir in Hirsines Reich gefangen sind. Und sie alle sehen euch. Ihr habt im Namen der Gefährten Ehre gemacht. Das werden wir so schnell nicht vergessen. Okay, Wilkas sagt, dass ihr immer noch geheilt werden könnt. Hat er das? Ich kann es nur hoffen. Die Seele reinigen und so. Köpfe dieser Hexen noch. Ausgezeichnet. Werft einen davon ins Feuer. Dadurch wird ihre Magie freigegeben. Zumindest für mich. Okay, solange mich das dann nicht betrifft. Machen wir es mal. Seht an, seht an. Die nächste Made, die unter meinen Stiefeln zerfetzt. Ah, okay. Wolfgeist. Glaubt ihr etwa, dass ich nicht vor
euch habe. Keine Spur von ihnen. Da geht er down. Etwas hat sich in den Monden bewegt. Denke mal, du bist jetzt frei. Gegrüßt, Schildbruder. So, wir haben der Bestie in euch ein Ende gesetzt. Damit die Bestie in mir erschlagen. So. Ich danke euch für dieses Geschenk. Die anderen Herolde sind aber immer noch von Hirsine gefangen. Vielleicht können mir ja die alten Helden aus Sorengarde bei ihrer Rettung helfen. Die Höllenfahrt des Jakons. Es wäre eine triumphale Schlacht. Wahrscheinlich. Und vielleicht kämpft ihr in dieser Schlacht eines Tages an unserer Seite. Heute aber kehrt nach Jorvaska zurück. Feiert euren triumphalen Sieg. Okay. Und führt die Gefährten zu andauerndem Ruhm. Maridiot. Etwas hat sich in den Monden bewegt, Bruder. Hab ich das richtig verstanden? Hat er gesagt, dass ihr die Gefährten anführen sollt? Ja, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich keine Zeit dafür. Ihr habt euch das Recht verdient. Jeder weiß um eure Stärke und Ehre. Und es ist mir eine Ehre, euch als Erster als Herold ansprechen zu dürfen. Danke. Kommt, sagen wir es den anderen. Gut, das wäre dann jetzt auch die Gefährtenquest gewesen. Einfach mal so abgeschlossen nebenher. Und wir sind jetzt auch der Anführer von den Gefährten. Was hat sich in den Monden bewegt, Bruder? Ja. Wir sagen es den anderen. Ich weiß nicht, komme ich hier wieder? Ist hier irgendwo ein Shortcut oder sowas? Kann doch nicht sein, dass ich hier einfach wieder... Was ist? Ist nur die Sache, das ist gut zu wissen, dass hier dieser Flammen des Herolds Ding ist. Wahrscheinlich könnte ich tatsächlich meine Krankheit, sage ich jetzt einfach mal, auch dadurch heilen. Schild von Iskramor, nehmen wir mal mit. Finde zwei makellose Führer von Madesi. Okay. Hab ich ganz vergessen. Also müssen wir uns den Ort merken. Da haben wir es wieder. Muss ich mir mal merken, falls ich tatsächlich diese Lykantropie irgendwann mal ablegen will. Aber noch werden wir da mal so ein bisschen draus zehren, würde ich sagen. Solange wir uns jetzt nicht jedes Mal bei Vollmond random in einem Werwolf verwandeln, bin ich damit fein. Lass mal so ein bisschen looten. Ich weiß nicht, ob ich es den anderen tatsächlich nochmal sagen muss. Tieren Himmelsrand? Ich glaube nämlich eigentlich tatsächlich nicht. Ich meine, es war schön und gut, dass sie jetzt auf mich warten, aber eigentlich haben wir es mit den Gefährten jetzt abgeschlossen. Ich würde sagen, ich suche mir jetzt mal langsam ein Haus aus, damit wir damit jetzt auch mal in die Pötte kommen. Und dann werden wir uns noch um die ganzen anderen Dinge, wie die Badenakademie und die Steine von Barrensia, die Diebesgilde, alles was halt noch so offen ist, vor Solstheim, dass wir damit dann erstmal abschließen können. Aber zumindest den Grundstein fürs Haus würde ich jetzt mal legen. Muss ich nur mal gucken, wo waren sie denn alle? Also wir haben einen Seeblick auf jeden Fall. Tundragut. Wo ist es denn jetzt? Das muss ja irgendwo hier unten sein. Kiefernwacht, Haus Seeblick. So, das wäre einmal eins von unseren Häusern. Möglichen Häusern. Was haben wir hier? Die Sache ist ein bisschen abgelegen vom Schuss auf jeden Fall und es ist halt in der Nähe von dem See. Ich würde mal kurz zum See hingehen, weil wenn da jetzt irgendwo eine Angelstelle ist, würde es mir tatsächlich ganz gut gefallen hier. Also das wäre ein Standortfaktor, würde ich sagen. Gleichzusetzen mit gutem Internet. Weiß zwar nicht, ob Günther gutes Internet braucht, aber ich nehme es jetzt einfach mal an. Jeder braucht das. Also mal gucken, hier irgendwo direkt oder was. Geil wäre es schon. Ich meine, hier unten ist dann einfach direkt wieder ein Weg. Ansonsten kommt man halt wirklich nur an diesen Wanderpfad und dann ist hier halt der See. Ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass hier irgendwo so ein Korb rumliegt. Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist, dann natürlich. Aber ich könnte mir natürlich auch hier einfach nur eine kleine Hütte einrichten. Was heißt eine kleine Hütte? Ich muss die eh alle mit drei Flügeln ausbauen zumindest. Aber insofern eine Hütte einrichten, dass ich sage, okay, ich habe hier halt mein Haus am See und könnte hier angeln gehen. Aber meinen Hauptwohnsitz mache ich halt woanders hin.
Zum Beispiel Helljahrchen oder wie auch immer. Ich glaube Helljahrchen, oder? Ja. Das wäre der Kollege hier. Schön so ein bisschen verschneit. Schön mit Blick auf Weißlauf, auf den Berg. Das ist eigentlich schon ganz geil hier oben. Wenn man dann vom Weg hier hochstappt und sich denkt, ich gehe jetzt Günther, die Legende, den Helden, den Anführer von so gut wie jeder Gilde hier in Himmelsrand, den gehe ich jetzt besuchen. Und dann kann man sich hier morgens nackt auf diesen Stein stellen, seinen Kaffee trinken und sagen, ja, ich hab's geschafft. Da würde ich fast sagen, das ist echt favoritenmäßig hier oben, ey. Schon ganz geil. So, Helljahrchen hatten wir noch. Eins habe ich noch hier oben. Das dürfte Winstert sein. Stand ja auch da. Das ist auch so ein bisschen versteckt zumindest. Und hat halt den Blick aufs Meer auch, ne? Also wir haben halt Seeblick, aber hier kriegen wir halt einen guten Blick auch auf Einsamkeit da oben. Auch wieder auf den Berg. Was hier an sich einen ganz geilen Garten. Und hier nach hinten raus hast du halt, wie gesagt, direkt das Meer. Aber Horker. Aber auch hier würde ich fast sagen, das ist eher auch nochmal so ein Ausflugsort. Zweitwohnsitz. Ich glaube, ich gehe nach Helljahrchen tatsächlich. Ich denke, das wird's. Das ist schön zentral. Das ist direkt in der Nähe von Weißlauf, da wo sowieso eigentlich so gut wie alles von uns stattgefunden hat. Ne, das ist das Tundra. Gut, ich wollte schon sagen, hä? Wann habe ich hier Deku? Da oben. Da wollte ich hin. Ein bisschen verwirrt wegen dem Symbol, glaube ich. So. Ja, doch, das ist schon ganz geil. Ich glaube, das bleibt so. Auf 9. Ich weiß nicht, ob der sich irgendwann mal so ein bisschen regeneriert. Ich gucke jetzt auf jeden Fall mal wegen den verschiedenen Flügeln. Ich werde mir auch dann jetzt fürs Häusle bauen vielleicht nochmal ein bisschen was anderes anziehen demnächst. Hauswerkbank entfernen. Hauptraum. Okay, das ist dann das, was hinten dran kommt. Den würde ich dann jetzt ganz gerne bauen, ja. Hauptraum, Tür. Eisenbeschläge, Schloss, Scharnier, Nägel. Ich habe kein Eisen dabei. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr drin. Das ist ein bisschen blöd. Also Eisen müsste ich mir eigentlich mal kurz beim Haus holen. Also bei aktuellem, bei meiner Methalle fast schon. Also ich glaube, Hendraheim wird einfach als Ort zum Feiern weiterhin genutzt. Für so gut wie jeden mittlerweile, weil ich ja auch so gut wie jeden mittlerweile der Chef bin. Und deswegen gucken wir mal, ob ich hier vielleicht noch mal ein bisschen was loswerden kann. Da haben wir Lydia. Hallo, mittlerweile übrigens auch eine Tetra-Rüstung. Die habe ich jetzt auch mal abgelegt. Aber mal eben draußen gucken, glaube ich eher, ne? Ich weiß nämlich nicht, ob hier irgendwo noch mal was ist. Hier sind noch so ein paar Briefe, aber mehr auch nicht, glaube ich. Ich glaube, das ganze Barren gelöt. Wenn ich schon mal hier bin. Die paar Köpfe kann man auch mal im Inventar lassen. Also das ganze Barrenzeug ist, glaube ich, einfach nur draußen. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht komplett sicher. Also ich würde sagen, wir nehmen mal die Schmiedeschürze mit. Die macht sich ganz gut als Hausbauer. Dann gehe ich draußen mal einmal gucken wegen Eisen. Weil Eisen werden wir brauchen für Türen und solche Sachen und Schränke und was weiß ich nicht alles. Und dann werden wir primär auch in der nächsten Folge wahrscheinlich mal anfangen, unser Häuschen zu bauen. Au. Wenn ich nicht verbrenne, weil ich in die Schmiede renne. So, Eisen. Ja. Stabile 44 Stück. Damit kommen wir auf jeden Fall eine Weile aus, würde ich sagen. Hier ist noch Holz ohne Ende, was wir auch brauchen könnten. Aber das können wir vor Ort ja dann auch schlagen. So, ich gehe nochmal zurück und sage jetzt aber schon mal vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, also die Gefährten liegen jetzt auch hinter uns so gesehen. Die einzige Gilde, die wir jetzt immer noch zu altem Glanz verschaffen müssen, sind tatsächlich die Diebe. Und dann haben wir, glaube ich, so gut wie alles, was
Questen und sowas für Gilden angeht, durch. Aber ich werde mich jetzt in den nächsten Folgen auf jeden Fall damit beschäftigen, hier mal unseren Hauptsitz ein bisschen zu bauen und zu verschönern. Und ansonsten, ja, vielen lieben Dank. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Kommentar und Abo dalassen. Wir sehen uns morgen wieder bei Skyrim oder einem anderen Projekt von uns. Und mal schauen, was wir hier aus dem Häuschen machen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüssi.